Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Street Racing Syndicate. Wir haben uns in der letzten Folge unseren bösen schwarzen Golf aufgebaut. Ich glaube, den nenne ich auch so, das ist unser böser schwarzer Golf. Oder auch der Golf im Schafpelz. So, und ich will mal sagen, wir haben hier den tollen Typen und der möchte rennen und deswegen bieten wir dem das auch mal. Und dann gucken wir einfach mal, ob unser Golf auch ein bisschen was kann. Noch hat er nicht so viel Leistung. Also vom Leistungsgewicht ist der MR2 wahrscheinlich besser. Warum habe ich gerade nur Soundbugs? Das gefällt mir nicht. Okay, der dreht aber nicht so hoch. Das ist auch nicht so toll. Ist fast bis 6000. Aber er geht gar nicht mal so schlecht ab. Wie viele Gänge haben wir eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Wenn wir das irgendwo ausfahren können. Warum sind gerade nur Soundbugs da? Das gefällt mir gar nicht. Ja, ein bisschen quält er sich noch. Och nö, sagt auch. Wir haben auch nur 5 Gänge, wirklich? Warum hat der nur 5 Gänge? Was soll das denn? Na gut, aber er ist auf jeden Fall deutlich länger übersetzt als der MR2, also wir werden auf jeden Fall mehr Topspeed haben. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Boah, die Soundbugs gehen mir gerade echt auf den Keks. Ich meine, klar, das Spiel hat die, aber warum ist das gerade so extrem? Ich hoffe mal, es liegt jetzt nicht am Golf. Das wäre natürlich doof. Bisher haben wir aber noch einen richtig schönen Flieber. Ich glaube, dass den lasse ich sogar so. Also ich werde nur so ein bisschen was optisch noch mache. Und den sonst wirklich mehr oder weniger serienmäßig lasse. Das Einzige, was jetzt wirklich auf die Leistung, die wir haben, sprich hindeutet, ist das große Endrohr. Was auch ein bisschen doof da hängt, aber naja. In dem Spiel dürfen wir auch mal ein bisschen Scheiße bauen. Gut. Ich würde einfach mal sagen, wir sind beim letzten Mal ja hier das VRS Racing Team oder Crew, was auch immer, haben wir fertig gemacht und wir sind jetzt beim nächsten, der VF Cream, Cream, was? Crew, ich kann nicht reden. Naja. Haben einige schicke Karren hier. Da bin ich mal gespannt, ob unser Golf hier mithält. Also jetzt eben gerade war er gefühlt nicht so schnell wie der MR2. Ich möchte erstmal das Auto reparieren. 120, das passt. Und dann gucken wir mal. Ich werde auch erstmal nicht wetten. Oh. Lass mich raten, das ist einfach nur so ein Rennen, so ein Greg-Rennen wieder. Da werden wir nämlich wahrscheinlich gar kein Land sehen. Gegen den X8. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, wie viel Leistung der hat. Es ist aber sogar Mazda Speed, also der hat mindestens 250 PS. Ah, kommen wir ran? Ich glaube sogar, wir kommen. Ja, wir kommen ran, sehr geil. Also vom Top Speed ist er echt nicht schlecht. Da kann man sagen, was man möchte. Dafür, dass wir noch nicht so viel Leistung reingehauen haben, kann sich das schon sehen lassen. Er wird jetzt auch nicht überragend sein im Topspeed, aber auf jeden Fall deutlich besser als unser MR2. Weil das ging mir an mich wirklich ein bisschen auf den Keks, dass wir immer im Drehzahlbegrenzer hingen. Bei der längeren Geraden. Weil wir sind jetzt schon bei 150 Meilen pro Stunde. 152 packt er, okay. Das ist schon mal deutlicher Fortschritt. Das ist einfach nur so ein Autobahnrennen oder so. Ja, da muss ich mal hoffen, dass der Mazda nicht noch ein bisschen schneller ist. Kann ich mir nämlich gut vorstellen, weil der hat 6 Gänge. Auf jeden Fall. Nee, weiter hochschreiben kann ich nicht. Aber gut, wir werden, also keine Sorge, wir werden uns auch noch auf jeden Fall noch ein paar andere Autos holen. Es ist ja recht leicht, in dem Spiel Geld zu bekommen. Deswegen, wir werden jetzt nicht nur Golf fahren.
falls welche von euch Golf nicht mögen oder so. Ich finde Golf gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt nicht so mein absolutes Traumauto, aber ein Golf ist ganz okay. Gut, wen haben wir denn hier eigentlich? Den Eddy mit 300 PS in der Eclipse, dann 333 in der X8 und 350 in der X8 sogar. Also dafür haben wir uns wirklich ganz gut geschlagen. Wir haben mit Abstand die wenigste Leistung. Ich würde trotzdem mal sagen, dass wir uns erstmal nur mit kleinen Wetten umherschlagen. Weil handymäßig ist der Golf auf jeden Fall nicht so gut wie der MR2, das ist gar nicht möglich. Ich meine, wir hatten ja im MR2 einen Spoiler dran. Und der hing in den Kurven immer noch am Gas wie sonst was. Am Start ist er auch nicht so gut. Auch wenn ich mich gerade natürlich ein bisschen verschalten habe. Liegt immer natürlich auch drauf an, dass wir Frontantrieb haben. Eigentlich schade, dass es nicht den R32 hier im Spiel gibt. Also den Golf R32, nicht den Skyline R32. Muss man immer dazu sagen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr Leistung. Da werden wir uns vielleicht am Ende der Folge mal ein bisschen begeben. Und dann vielleicht mal ein bisschen in Richtung Ladedruck gehen. Wer weiß, wer weiß. So um die 350, 400 PS wären fürs Ende vielleicht gar nicht mal so schlecht bei dem. Das ist so das Ziel, was ich anpeile. So ein Golf 4? Ja, kann man machen. Wir können uns auf jeden Fall nicht so gut von den Gegnern absetzen. Aber sie kommen auch nicht so sehr ran. Also, noch geht die Leistung anscheinend. Oh, das gab gut Punkte. Motorgeräusch finde ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so passend für so ein VR6. Die klingen eigentlich nicht so. Aber naja, Motorsounds sind in dem Spiel ja nie so wirklich gut gewesen. Aber gut. Ah, er gefällt mir schon. Das muss ich echt sagen. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Ich finde es schade, dass man eben wirklich nur dieses eine Bodykit hat, was man immer benutzen kann. Und dass man zum Beispiel nicht nur eine andere Frontschürze oder so bekommt. Weil die Standardschürzen bei dem finde ich jetzt nicht ganz so schön. Aber ich finde das Bodykit auch nicht so toll, deswegen, naja. Würde ich mal sagen, lassen wir es einfach bei den Schürzen. Jo. Dafür ist er auf jeden Fall ein Sleeper. Gut, natürlich, Carbonhaube spricht schon für Leistung, aber die sieht man ja nicht sofort, besonders weil das Auto ja an sich schwarz ist. Und technisch sind wir jetzt natürlich schon eigentlich sogar fertig, oder? Außer Bremsen. Die kommen dann natürlich noch, aber sonst haben wir ja schon alles drin. Also viel besser wird er vom Handling nicht. Er fährt sich okay, kann man echt nicht sagen. Er ist jetzt nicht nur am Untersteuern oder so. Ist natürlich nicht so direkt wie zum Beispiel der MR2, aber er fährt sich ganz gut. Kann man nicht meckern. Thank you.
gehen natürlich voll gegen den Trend von dem Spiel eigentlich, mit japanischen Autos. VW ist ja wirklich die einzige nicht-japanische Firma hier im Spiel, was Autos angeht. Gut, Lexus ist ja an sich auch japanisch. Ist zwar eher der amerikanische Ableger, aber das ist schon japanisch. Gut, haben wir das auch gewonnen. Das ging doch auf jeden Fall ganz gut. Auf jeden Fall nochmal schön Geld bekommen. 7000 nochmal. Da haben wir das erste Tuning schon mal wieder drin. Das ist sehr schön. Und ihr seht ja auch, wir bekommen wirklich so viel Geld. Selbst wenn dich der Golf am Ende nicht so gut fährt, können wir uns einfach ein neues holen. Also einen neuen Wagen. Gut, ich habe vergessen zu reparieren. Was? Was soll das denn jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was? Okay. Polizeiverfolgung. Alles klar. Ich habe doch gar nichts gemacht. Lasst mich doch. Ich habe doch nur einen ganz kleinen Golf. Da ist auch nichts dran gemacht. Das große Eintor, das ist alles Attrappe. Ja, Marcel, du solltest schon auf den Bildschirm schauen, wenn du sowas hier machst. Das wäre vom Vorteil. Warum bin ich eigentlich fast gefasst? Was soll das? Na super, das hat jetzt natürlich wahrscheinlich richtig schön viel Schaden gemacht. Das wird richtig schön viel kosten, das zu reparieren. Schöne Carbonhaube ist kaputt. Das wird teuer. So, jetzt haben wir sie aber fast. Sehr schön. Ja, warum auch immer plötzlich die Polizei kam, das war merkwürdig. So, wir gehen mal schnell in die Garage. So genau. Und ja, ich würde mal sagen, wir brauchen Ladedruck. Ich würde auch mal sagen, wir müssen erstmal das Auto reparieren, weil. Ja. Oh, na gut. Geht noch vom Preis her. Hätte schlimmer sein können. Ja, und dann gucken wir mal, was wir so haben. Ah, Ladeluftkühler, der kommt noch. Oh, wir sind jetzt schon bei 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon besser als der Map Pro war. Dann gucken wir mal. TD04. Okay. 05. Kommen wir schon auf ganz schön Leistung. Bei HKS haben wir. ...371 PS. Hm, welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen den TD05 mit 340 PS. Das ist dann erstmal auch gut. Wir haben ja auch noch an sich ein bisschen Luft nach oben mit Motortuning. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal gut Leistung. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr in die Höhe treiben. Deswegen, ja, nehmen wir das. Und dann holen wir uns noch den Ladeluftkühler. Dann sind wir auch schon mit 383 PS. Also das ist wirklich schon krass. So, und somit haben wir jetzt wirklich einen kleinen Sleeper. Wir brauchen dann auf jeden Fall auch nochmal neue Bremsen, weil die Standard-Golf-Bremsen, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee. Na, wir nehmen die, zweiten hier. Genau, und, Farbe. Ich glaube, wir lassen so schwarz. Muss man ja nicht zu sehr mit angeben, gell? Ist ein ganz normaler Golf. So, hier haben wir wirklich nichts mehr, oder? Wir haben ja die drin. Kann man
Bringt es jetzt noch was, wenn wir die noch reinmachen? Dann gehen die weg, oder? Ja, dann gehen die weg, okay. Ja, wir haben einen turbogeladenen Golf mit 383 PS. Krass. Gehen wir mal auf den Dino. Das ist schon nicht schlecht, das ist schon... Uiuiui. Gut, wie ich sagen, suchen wir uns nochmal einen kleinen Gegner, den wir zum Ende der Folge herausfordern können. Denk, oh, du Scheiße. Uiuiui, das ist schnell. 380 PS im Golf. Ich bin noch verrückt. Oh, schöne Geräusch vom Turbo. Das ist zumindest ganz schön gemacht. Ja, da ist einer. Also da vorne, nicht der. Ein 350Z. Okay. Ja, mal gucken, was der so kann. Und was wir so können. Uiuiui. Mit dem voll ab. Am Start kommen wir nicht ganz so gut weg, aber. Oh ja. Ich glaube, es war kein Fehler, den Golf zu holen. Ich freue mich mit dem echt arm. Mit dem bösen schwarzen Golf. Den Kurven haben wir natürlich den Nachteil vom Frontantrieb, aber wenn es da mal auf eine kleine Gerade kommt, dann sind wir weg. Zumindest erstmal. Wie immer das kurveninnere Draht durchdreht in den Kurven, ist auch lustig. Wir bräuchten eigentlich ein Sperrdifferenzial, gibt's aber glaube ich im Spiel gar nicht. Eine Kupplung oder so wäre auch ganz gut, die müssen wir dann in einer der nächsten Folgen mal installieren für schnellere Schaltzeiten. So Stufe 2 Kupplung oder so. Man sieht richtig auf der Karte, wenn eine Gerade kommt, die wir einfach wegziehen. Das ist krass. So, haben wir gewonnen. Sehr cool. Ja, und damit würde ich dann auch sagen, war es das für die Folge. Was ich jetzt nochmal gerne machen würde, wäre in eine Kurszone. Und ja, ein bisschen schon um das Auto rumschauen. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und so was habt, immer in den Kommentaren damit. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jo, das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer Tika15, aka der Fossibär. Tschüss.